nicht vergessen werden. Und da hallo und herzlich willkommen zur Sportschau am Sonntag, liebe Zuschauer. Tja, der 11. Spieltag, ein folgenschwerer. Und hier bekommen wir das Ganze noch mal schriftlich. Erstmals seit 14 Monaten die Bayern nicht mehr Tabellenspitzenreiter, nur noch 3 Punkte hinter der neuen Number One. RB Leipzig, dafür die Dortmunder wieder rangerückt an die Bayern, bis auf 3 Punkte, punktgleich mit dem ersten FC Köln. Da sagen viele, vielen Dank, endlich ist die Liga wieder spannend. Andere hingegen sind bedient, vor allem die Bayern-Fans. Das kann man auch irgendwie verstehen. Es beschleicht ein insgesamt das starke Gefühl, dass in München alles nicht mehr ganz so läuft wie früher. Dominik Fischer. Ja, und spätestens am 20. Mai, um ganz genau zu sein, werden die Leipziger dann wissen, ob sie wirklich ihren Rathausbalkon brauchen. So, jetzt müssen die Fans entscheiden. Wo war mehr Drama drin? Gestern bei Dortmund gegen Bayern oder bei Mönchengladbach gegen Köln? Gladbach verliert zu Hause 1:2, ausgerechnet gegen den großen Erzrivalen. Und das ist definitiv mehr als nur irgendeine Derby-Niederlage. Mönchengladbach seit mittlerweile 6 Ligaspielen ohne Sieg, nur noch Tabellen 13. Also ganz weit weg von den internationalen Startplätzen. Und das sind alles so Zahlen, die überhaupt nicht zu Mönchengladbach passen wollen, Andreas Kramer. Tja, noch ein Wort zu Köln. Die haben den nächsten verletzten Kapitän. Matthias Lehmann fällt bis zur Winterpause aus. Gestern im Spiel musste er raus. Jetzt die Diagnose. Teilruptur des Innenbandes im rechten Knie. Liebe Zuschauer, das erste Sonntagsspiel ist durch. Hoffenheim gegen den HSV. Endergebnis unentschieden. 2:2, also wieder nur 1 Punkt für den Tabellenletzten aus Hamburg. Das zweite Spiel dann Bremen gegen Frankfurt. Die Zusammenfassung beider Sonntagsspiele gibt es wie gewohnt in den dritten ab 21.45 Uhr. So, und jetzt aber zu The Normal One. So hat sich ja Jürgen Klopp selbst getauft, als er in Liverpool angefangen hat. Und zack, ein Jahr später, gut ein Jahr, ist The Normal One mit Liverpool Tabellenspitzenreiter der Premier League. Gestern nur 0:0 in Southampton, aber ist auch wurscht, den englischen Medien sowieso, die feiern Klopp ohne Ende. Hier mal ein paar Schlagzeilen. Klopp's on top, win the title, Kloppmania, Mr. Cool, and Klopp of the League. Ja, das ist englische Bescheidenheit. Und zu der gehört wohl auch, dass es jetzt Klopp-Gebäck gibt. Das hat Hendrik Deichmann in Liverpool gefunden und den echten Klopp, den hat er auch noch exklusiv getroffen. Das Klopp-Denkmal dann aber hoffentlich in der richtigen Klopp-Pose. Übrigens musste Liverpool 124 Jahre alt werden, um mit Jürgen Klopp jetzt ganz Großes zu erreichen. Wesentlich jugendlicher kommt da die deutsche Handballliga daher. Die ist nämlich gerade 50 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ja, und wie schön ist es doch, dass es pünktlich zum Jubiläum richtig aufregend zugeht in der Liga. Es drängelt sich oben alles an der Tabellenspitze. 4 Vereine ganz nah beieinander. Kiel, Flensburg, Füchse, Berlin und die Rhein-Neckar-Löwen. Tja, und wenn dann 2 dieser Top-Teams heute am Nachmittag aufeinandertreffen, also die Rhein-Neckar-Löwen als deutscher Meister und die Füchse Berlin als Club-Weltmeister, dann wollen wir uns das auf gar keinen Fall entgehen lassen. Andreas Köstler mit dem Spiel. Die Füchse also mit einer Niederlage im Spitzenspiel, dass sich das nicht schön anfühlt, das wissen auch die Hauptstadtkollegen vom Basketball. Alba Berlin ist Pokalsieger, aber derzeit nur Tabellenachter in der Liga. Und ausgerechnet jetzt klopft auch noch der Meister und Tabellenspitzenreiter Bamberg an die Tür. Das wirklich Gute für Alba daran ist, dass sich hinter dieser Tür die größte deutsche Basketballhalle verbirgt. Die dürfte heute auch anständig gefüllt sein. Dann fehlt eigentlich nur noch ein anständiges Basketballspiel. Andreas Witte. Danke, Andreas Witte. Und jetzt raus aus der warmen Halle, rein in die Winterkälte. Liebe Zuschauer, die Wintersportsaison hat ja schon angefangen. Die Eiskunstläufer sind unterwegs, auch die Skirennfahrer. Da gibt es aktuell eine traurige Nachricht für den WM-2. Fritz Dopfer. Für den ist der Winter nämlich schon gelaufen. Ist im Training gestürzt. Diagnose Schien- und Wadenbeinbruch. Dafür gute Nachricht vom Eisschnelllauf. Nico Ihle, seit 25 Jahren. Ja, und die vielen, vielen Biathlon-Fans in Deutschland, die ruckeln jetzt schon nervös hin und her auf den Fernsehsätzen, weil sie auch endlich wollen, dass es losgeht mit Schießen und Weglaufen. Und ja, nächsten Sonntag ist es ja auch soweit, Weltcup-Auftakt in Östersund in Schweden. In Norwegen bereiten sich die Deutschen gerade noch vor. Da müssen sie viel geben, aber auch viel einstecken, Christoph Nahr. Also noch genau eine Woche.
Dann geht's los in Östersund in Schweden. Dann haben Sie also noch ein bisschen Zeit, um sich einzuloggen, um sich anzumelden beim Biathlon-Tippspiel auf sportschau.de. Das ist ein Riesenspaß. Ich bin auch schon leicht angefixt. Sie können tippen gegen tausende andere, gegen Kommentatoren und Moderatoren, auch immer was Schickes gewinnen. Es gibt auch einen Gesamtweltcup-Sieg für Sie. Sie können was Großes gewinnen. Dazu mehr auf sportschau.de. Viel Spaß dabei. So, jetzt eine Meldung noch zum Schluss. Trainerentlassung in Paderborn. Der Drittligist hat Coach René Müller freigestellt. Gestern noch verloren. 0:6 bei den Sportfreunden Lotte. Heute also prompt die Reaktion. Unsere Reaktion ist jetzt. Wir sagen tschüss. Wünschen noch einen schönen Sonntag und verweisen an den Bericht aus Berlin mit Thomas Baumann. Schönen Abend, ciao.